Willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ja, noch im Wald. Den Dinger hier, den werde ich jetzt mal wahrscheinlich schnellstmöglich abholen lassen. Dass die mir da einen Ersatz hinstellen. Dafür rufe ich jetzt gleich mal. Achso. Schreibe ich eine SMS. Händler, Anruf. Bitte. Gut. Der hier war, glaube ich, voll. Gut. Ach so. Jetzt geht's fersche. Gut. Oder auch nicht. Was ist denn hier los? Na, jetzt aber. So, ich wollte, glaube ich, den Anhänger schon soweit fertig machen, dass wir den zur Kartonproduktion so bringen. Ich wollte den, glaube ich, direkt dort einfüllen. Da muss ich gerade mal gucken. Da. So. Dass da auch mal wieder weiterläuft. Und den Rest haue ich, glaube ich, beim Jürgen nochmal auf den Platz. Und vielleicht ist jetzt auch nochmal jemand an dieser neuen Baustelle da, dass ich mal nachfragen kann, wer da gebaut hat. Weil das frage ich mich immer noch. Da hat jemand so einen riesen neuen Hof hingestellt und ich weiß gar nichts davon. Dann schauen wir mal. Ah, da ist ja jemand. Volker Wauna, hallo? Moin. Hi. Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut im Tablet und da wäre bei der Kartonproduktion voll, also da könnte voll Karton, ganze Lager voll. Ja, ausgelagert habe ich auch schon, die müssten wahrscheinlich, bald müssten 10 abgeholt werden, weil die haben die Blaubeeren gekauft. Und dann, und 10 Paletten gehen auch noch an die Blaubeeren raus. Die haben wir ja schon. Doch, die müsste der Racex noch abholen. Okay, und beim Sägewerk steht, es bräuchte Holz. Da gemeint Hackschnitzel, oder? Weil da braucht es Brennstoff und Holz. Ne, das ist Holz, aber Holz ist, guck mal, ich glaube, das Lager ist voll und Leerpaletten haben wir, glaube ich, auch noch genügend. Muss dann mal gucken. Wenn da noch Holz rein müsste, dann müsste man welches schlagen im Pachtwald. Dann müsstest du mit dem... Das braucht es auf jeden Fall. Dann könntest du auf jeden Fall mit dem Xerion den Fliegel Timber Runner holen und mal in Pachtwald fahren. Der Pachtwald, die... 14. Ah, okay. Okay. Gut, dann bis später. Tschüss. Ich komme dann auch wieder in den Wald.
Jo. Tschö. Hallo. Tschüss. Hallo? Guten Tag, Herr Varuna. Ja, musste gerade auflegen. Moment. Was ist denn hier eigentlich passiert? Wem gehört denn das hier alles? Ja, der Stadt. Wie die Stadt? Ja, der Herr Neumann, der wusste davon Bescheid. Weil unser altes Gelände ist doch abgebrannt. Haben Sie das nicht in der Zeitung gelesen? Nee, Zeitung lesen ist nicht so meins. Ach, okay, ja. Das ist abgebrannt alles und jetzt musste neu gebaut werden. Weil die Stadt Ja, hat ja aber doch von ein so paar Gerätschaften. und ja, das ist ja auch in Ordnung, aber von so einem riesen Bauantrag wusste ich gar nichts. ja, der ist wohl nicht durchgegangen. Ja, wenn der nicht durchgegangen ist, warum haben sie Bei dann hier ge Ihnen, also bei Ihnen ist er nicht durchgegangen. warum Der haben ist sie hier dann gebaut? Also. bei Ihnen anscheinend nicht angekommen. Vermutlich, da hat Ihr Gemeinderatsmitglied wohl Ja, geschlampt. und wer trägt dann die Kosten? Die Gemeinde. Da habe ich auch Das an Ihr. denken sie sich aber so. Ich habe da an Sie eine E-Mail gesendet vom Herrn Huesex vom Bauhof. Der Ah. möchte da auch noch Geld haben. Moment, ich schau mal gerade nach. Aber das müssen ja Sie genehmigen. Ja. Über 90.000. Nee, nee, es ist 83.682 will er haben. Ja, ist ja fast 90.000. Das will er haben. Du konntest dich gerne irgendwo holen, aber nicht bei der Gemeinde, das sage ich Ihnen. Ja, deswegen habe ich Ihnen jetzt die Rechnung zum Überprüfen gesendet. Aha, finde ich ja gut, dass eine Rechnung ankommt und nicht von der. Okay, naja. Gut. Ich muss mal telefonieren. Bis denn. Jo, tschüss. Tschüss. Hallo, Lukas Müller am Apparat. Jo, Volker hier, hi. Boah, ja. Weißt du irgendwas von dem Bauvorhaben für die Gemeinde? Ich wusste, dass die einen Pferdestall bauen. Das wusste ich. Und das hatte ich auch mit dem Herrn Neumann so abgeklärt, dass das wohl legitim sei. Und der wollte sie nochmal anrufen. Ne? Aber mehr wusste ich davon nicht. Das heißt, du hast dem Bau zugestimmt. Also ich und der Marlon Neumann haben das. Ich habe ihn, also ich habe zu ihm angerufen und ihn gefragt, was er davon hält. Und dann hab ich zu ihm gesagt, er solle dich nochmal bitte anrufen. Und dann hat er gesagt, irgendwie, dass es, soweit ich das in Erinnerung habe, ist jetzt auch schon länger her, dass das okay sei. Aber von mehr weiß ich auch nicht. Ja, weil solche Projekte für die Gemeinde, die müssen schon vom Gemeinderat Ja. zumindest sollte ja alle Kenntnis davon haben, weil sonst baut hier jeder bei dem man einen guten Draht hat. Ja. Das ist klar. Ja, aber jetzt steht hier so ein riesen Bunker und keiner wusste, also nur der Neumann und du wissen Bescheid. Das ist ja scheiße. Das ist in der Tat doof, aber ich hatte halt ihm gesagt, dass, also ich hatte zu ihm gesagt, dass er dich anrufen soll. Okay. Einen schönen Tag Ihnen noch. Und wegen dem Ponzer würde ich so, ja, bald vorbeikommen und den abholen und gegen das Austauschgerät wechseln. Jo, steht im Wald. Der macht keinen Muxer mehr. Also, Das ist doof. zumindest die Hydraulik nicht mehr. Ja, Gut, gut. dann bis später mal. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, guten Tag, Herr Müller hier. Wie kann ich helfen? Bin schon beim LU, oder? Ja? Ah, gut. Ist der Neumann heute nicht da? Nee, der ist heute leider in Urlaub. Ah. Aber wenn ich Sie gerade schon da habe, haben Sie bei sich am Hof noch Dünger stehen, weil Ihr Düngerstreuer ist leer. Nee, hab ich nicht. Gut, dann fahre ich mal kurz hoch zum LU-Hof Oh, und machen fülle Sie mal voll auf. und schicken Sie dann die Rechnung. Jo, mache ich dann. Also schriftliche Rechnung auch, ne? Naja, so wie immer halt. Ja gut, Sagen Sie mir, dann was mache es ich das. kostet, dann kann ich es schon überweisen. Ja, muss ich dann gucken. Alter, da springen die Leute auf dem Weg rum. Gibt's ja nicht. Okay, gut. Bis dann mal. Ja, tschüss. Tschüss.
Alter, ich bin ja versucht, dem Neumann die ganzen Kosten aufzudrücken, ne? Es geht ja nicht, dass der einfach hier bestimmt, dass was gebaut werden kann und die Gemeinde gerade im Grunde davon nichts weiß. Weißt du, kann ich ja zu dem gehen, mit dem ich mich am besten verstehe und sagen, hier, ich hätte mal gerne, hier. Und dann, machen die das, damit sie, hä? Geht da so viel rein? Ah, okay. Ist ja schick. Und dann machen die das, weil, ja, ich den guten Draht zu denen habe. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Für was gibt es einen Gemeinderat, dass eben nicht eigenmächtig irgendwelche Entscheidungen gefällt werden? Jo, Jürgen, ich bin's. Ja? Du hattest du einen Auftrag von den Blaubeeren, Paletten und Kartons abzuholen? Ja. Bist du da schon unterwegs? Würde ich jetzt gleich vorbeikommen. Ah ja, weil ich bin gerade beim Kartonwerk. Jo. Da steht noch alles voll, deshalb wollte ich wissen, ob da schon irgendwas passiert ist. Ja, dann komme ich jetzt zum Kartonwerk. Jo, gut, passt. Jo, bis später. Bis gleich, tschüss. Warte mal. In Feldern gucken. Ja. Ja, Leon Müller hier, wie kann ich helfen? Ja, der Folger nochmal. Es wäre gut, wenn sie LU sagen würden, wissen Sie, nachher komme ich irgendwo Falsches raus. Aber ist schon in Ordnung. Ja, ich sehe gerade auf dem GPS, dass das Feld jetzt umgesprungen ist. Auf die nächste Phase. Wäre schön, wenn sie dann einfach nochmal komplett drüber fahren. Jo, mache ich dann. Gut, ich denke, das dann. Kriegen wir hin. Jo, tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Ebenso. Jo, Franz, servus. Hallo? Hallo? So, Bist du jetzt ja. Hergelaufen, oder was? Ja, ich hab den Xerion nicht gefunden. Ja, und was brauchst du? Achso. Ja, wo steht denn der Xerion? Na, am Hof. Nein, da steht doch kein Xerion. Da steht ein 1050er. Aber kein Xerion. Ah, stimmt, der Xerion ist beim Ding, der ist auf dem Feld. Jetzt haben wir ein kleines Platzproblem hier. Dann nimmst du den Johnny, brauchen dann sowieso. Ja, dann fahre ich zurück und stelle den Hänger. Pass auf, der Jürgen, da musst du aufpassen. Den kannst du auch in den Wald stellen, weil du brauchst ja dann auch einen Frontlader, um die Bäume aufzuladen. Der Frontlader steht im Wald. Nee, der steht am Sägewerk. Okay.
Was macht der jetzt? Moin. Du checkst auch nicht, was los ist, oder? Was los? Ja, der will hier rausfahren. Passt doch. Junge, wenn der bei dir am LKW hängen bleibt, bist du selber schuld. Also, wenn der nicht hier rauskommt, ja, dann sollte er den Führerschein neu machen. Der kommt ja nicht raus, wie soll er das schaffen? Ja, warum fährt denn der auch so raus? Der kann doch von hier easy locker hier rüberfahren. Da komme ich mit dem LKW doch zwischendurch. Und mit dem Panzer hinten drauf. Du, Großmaul, du. Also. Fahr die Schüssel jetzt weg. Einmal mit Profis. Oh, der bleibt dann. Stopp, Franz! Bleibst du doch an der Mauer hängen. Profis, ey. Jetzt. Tschüss, Herr Racex. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute. Passt gerade, oder? Jo, passt. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne bei Dark Race 6 YouTube vorbei. Und ihr bei Varuna IP. Und dann bis morgen. Tschüss. Tschüss.